Warum werden Zivilisten eigentlich auf GTA-RP-Servern so wenig beachtet? Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Mich würde es interessieren. Zivilisten sind eigentlich die Goldgrube eines Servers. Aber das haben viele Server, besonders kleine Server, gar nicht erkannt. Nein, sie glauben, PD und Crime ist das, was oben steht. Das macht alles aus. Und die Zivilisten, joch, die lassen wir einfach hinten über den Tisch fallen, die brauchen wir nicht. Falsch, absolut falsch. Weil Zivilisten bringen dir das RP für Crime und für PD. Sie können nämlich nicht immer nur miteinander spielen, weil dann ist alles 0815. Dann kannst du auch einen Gambo-Server machen. Dann kannst du einen reinen Gambo-Server machen. Dann brauchst du deinen Server nicht mehr RP nennen. Wenn es nur noch um Crime geht und PD geht auf deinem Server, dann schreib Gambo drüber. Weil das ist das Einzige, was dann funktioniert. Wenn du aber deine Zivilisten nicht siehst, dann tust du mir leid. Weil dann hast du nicht gecheckt, was RP bedeutet. Aus dem Zivilistenbereich kommen Gewerbe. Umso mehr Gewerbe du auf deinem Server hast, umso größer diese Gewerbeflut wird an Leuten, wo Crime und PD hingehen können und womit sie spielen können, umso mehr RP hast du auf deinen Servern. Und das ist das, was ihr einfach nicht versteht auf diesen einzelnen Servern. Ihr glaubt, dass das Gambo, ja, ist super toll und dies und das. Das ist das Größte der Welt und tralala. Aber ihr versteht nicht, dass der Zivilist der ausschlaggebende Punkt ist, dass RP auf euren Servern überhaupt richtig stattfinden kann.